Wirke, wie du willst. Selbstbewusster auftreten mit 7 ungewöhnlichen Tipps. Ich bin Yvonne de Barck, ich bin Schauspielerin und Trainerin und Vortragsrednerin für Körpersprache. Du kennst mich vielleicht aus unter uns, Alarm für Cobra 11, Küstenwachenfall für 2 oder anderen Formaten aus dem Fernsehen. Ich helfe seit über 10 Jahren Menschen, die die Macht der nonverbalen Kommunikation für ihr Auftreten und ihre Außenwirkung nutzen wollen, um das zu erreichen, was sie erreichen wollen. Bist du bereit für die 7 Tipps, die dich selbstbewusst auftreten lassen? Ja? Dann geht's jetzt los. Erstens, mach ruhige Bewegungen. Wenn du hektische Bewegungen machst, erhöht sich dein Puls, dein Blutdruck steigt und das wiederum lässt dich fahrig und unkonzentriert wirken. Schlimmer noch, die Hektik in deinen Bewegungen suggeriert gemäß dem Rückkopplungsprinzip deinem Gehirn, dass hier irgendwas nicht in Ordnung ist, Gefahr droht und so weiter. Zweitens, schau nach oben, nicht nach unten, also kurz bevor du souverän wirken möchtest. Die Mimik, wenn du nach unten blickst, ist die Mimik, die die Grundemotion der Trauer widerspiegelt. Und wie du ja schon weißt, wirkt das, was wir im Körper machen, auf das Gehirn. Richte deinen Blick nach oben, damit öffnen sich deine Augen mehr und das ist für das Gehirn das Signal, ich bin bereit, Informationen aufzunehmen. Los, her damit! So strahlst du sofort mehr Offenheit aus. Also natürlich danach, nachdem du wieder gerade schaust. Drittens, dein souveränes Auftreten kommt von innen. Lass dich nicht von schlechten Nachrichten runterziehen. Ärgere dich 90 Sekunden und geh dann über zu Love it, change it or leave it. Mein Leben hat sich total geändert, seit ich das mache. Ich schaue erstmal, wenn mich was ärgert, schaue ich erstmal auf die Uhr, zähle langsam, denke, okay, 90 Sekunden ärgern, richtig ärgern und danach eine Lösung suchen. Lenk dich danach ab, denk nicht mehr an den Auslöser. Es funktioniert wunderbar, weil Wut ist ein biochemischer Prozess, der in 90 Sekunden abgebaut ist. Danach schiebst du ihn nur wieder an, wenn du wieder dran denkst. Viertens, mach dir deine Stärken bewusst. Das klingt jetzt vielleicht für dich nicht ungewöhnlich, aber wann hast du denn tatsächlich darüber nachgedacht, was du wirklich gut kannst? Ich meine jetzt nicht, wie gut du an der Konsole zocken kannst. Ich meine, was zum Beispiel andere über dich gesagt haben, was sie gut an dir finden. In meinen Coachings ist das der wichtigste Punkt, der schon gigantische Schritte in die richtige Richtung, in Richtung selbstbewusstes Auftreten bringt. Stell dir folgende Frage. Was würde ein Fan über dich sagen, der, die, und dann dein Name, ist so toll, weil er oder sie das und das so toll macht? Fünftens, mein Notfallkoffer gegen Lampenfieber und wenn ich mich unsicher fühle, oder echt mies drauf bin, weil mir 1000 schlimme Gedanken durch den Kopf gehen, ist, ich denke immer, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Was ist das Schlimmste im schlimmsten Fall, der eintreten kann? Wenn was schief läuft, meine ich. Meistens ist nämlich das Schlimmste, was passieren kann, nicht so schlimm, dass ich mir deswegen die Fingernägel ausreißen müsste. Das hilft so gut. Nicht das Fingernägel ausreißen, sondern das Gedankenspiel, was passieren kann. Na, du weißt schon. Sechstens, noch ein wichtiger Tipp, der dich von innen pusht und was sich dann in deiner Körpersprache äußern wird. Sag dir morgens, wenn du dich im Spiegel siehst, Yvonne, du bist toll. Natürlich sagst du deinen Namen, du kannst auch meinen Namen sagen, aber deiner hilft mehr. Du kannst auch statt toll, großartig, wunderbar, zauberhaft, was auch immer du möchtest sagen. Aber tu's mal. Hauptsache, es ist positiv. Dein Gehirn kann in diesem Moment nicht entscheiden, ob du es bist oder ein Fremder, der das sagt. Also schaltet es auf, oh, jemand hat über mich gesagt, dass ich toll bin, cool. Nämlich, das ist jetzt nicht für jeden neu und du hast es vielleicht auch schon gehört, aber hast du es denn schon mal ausprobiert? Also, nachdem du das Video geliked und abonniert hast, mit Glocke natürlich, ich gebe jetzt mal eine Sekunde dafür. Also, nachdem du jetzt auch noch den 7. Tipp gehört hast, stellst du dich vor den Spiegel und sagst, du bist toll, du bist toll, du bist toll, du bist toll. Der 7. und letzte Tipp ist für mich der, der am besten funktioniert, wenn ich aufgeregt bin, aber souverän auftreten möchte. Denk dir, dass der andere dich gut findet. Unser Hemmschuh ist immer, dass wir denken,
was denkt der andere bloß über mich? Der findet mich doof. Nutze diesen Gedanken für dich und dreh ihn rum. Stell dir vor, dass das, was du tust, dem anderen gefällt und er es im Moment vielleicht noch nicht so zeigen kann. Deine Körpersprache wird sich verändern. Du wirst dich selbstbewusster fühlen und das auch ausstrahlen. Wenn du noch mehr über Wirkung und Körpersprache wissen willst und wie du sie im Alltag oder Business einsetzen kannst und für dich umsetzen kannst, dann hol dir meinen Online-Kurs Souverän Auftreten mit ganz vielen knackigen Videos. Den Link habe ich dir hier unten in die Beschreibung gepackt. Wenn du mich mal live erleben möchtest oder mich für einen Vortrag buchen möchtest, dann schreib mir gerne eine Mail an office@yvonnedebark.de. Und jetzt wünsche ich dir eine ganz tolle Zeit. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, wirke wie du willst. Deine Yvonne.